Yeah, willkommen zurück bei Klangbild Reaction mit dem Sweetie Man und dem Patrick Piano. Yeah, und heute wird es sinnlich, denn wir haben hier heute Anushka Shankar mit Voice of the Moon. Voice of the Moon. Merci. Hab ich doch gerade gesagt, oder? Sie hat es nochmal wiederholt. What? Cool. Wir haben eine Sitar. Oh, wir sehen hier gleich mehrere Handpans. Unten rechts im Bild gerade. Wunderschön. Cello mit bei. Also bei so einer Sitar habe ich gleich immer so ein arabisch anmutenden. Ja, orientalisch. Nimmt einen mit. So. Direkt so bin ich auf dem Flohmarkt. Ich glaube, da gibt's natürlich jetzt Afro-Sitar. Ich weiß nicht, ob eine Sitar aus Arabien kommt oder. Ja, wahrscheinlich nicht. Generell irgendwie aus dem östlichen Raum. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr altes Instrument auf jeden Fall. Okay. Leute, ihr wisst wie immer, wenn ihr euch damit auskennt, vielleicht Sitar-Spieler unter euch dabei sind. Schreibt uns bitte in die Kommentare, unbedingt. Wo kommt die Sitar her? Nach wie vor ein mystisches, wunderschönes Instrument mit absolut einzigartigen Klängen auch. Ja. Voll. Aber vom Feeling her hast du schon recht, ne? Es nimmt einen sofort mit, ja. Erstmal so in eine andere Welt, so orientalisch, arabisch, türkisch, wie auch immer. Super. Ich möchte jetzt hier natürlich nicht alles über einen Kamm scheren, also versteht mich jetzt nicht falsch, es geht einfach. Ne, so wie man sagt, Pianoforte ist halt eben europäisch. Ne? Klavier ist halt typisch europäisch. Sitar ist definitiv orientalisch. Auch weit um die Welt gekommen. Also auch ein sehr, sehr altes Instrument. Ist auch voll schön. Ja, absolut einzigartig. Ich mag dieses Ziehen und dieses. Man verbindet das mit vielen Regionen, also auch mit den Mauren zum Beispiel oder, also gerade wenn man sich geschichtlich, machen wir kurz Pause bitte. Wir hatten öfter die Kritik, dass wir nicht reden sollen, während die Musik läuft, weil die Leute möchten sich gerne entweder auf das eine oder das andere konzentrieren, ist natürlich auch richtig so. Probieren wir auch drauf. Aber wir sind ja eure Lieblingslabertaschen. Ihr wisst deine, ja, deine auf jeden Fall. Und deine auch. Und deine auch. Und deine erstmal. Okay, gut, genug rumgeflaxt. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, dass das Instrument definitiv weit rumgekommen ist. Ne? Wie du meintest gerade so, es hat einen arabischen Touch. Ne? Die Mauren sind ja dann eher so Spanien in die Richtung, Tunesien vielleicht auch und so. Und also generell viel, viel älter als ein Piano. Definitiv. Um Jahrhunderte älter, würde ich auch sagen. Man könnte jetzt vielleicht auch sagen, vielleicht der Vorläufer der klassischen Gitarre, wenn man bedenkt. Geschichtlich, ne, so die Mauren und in Spanien, vielleicht die Sitar mitgebracht und dann kam erst die Gitarre. Ich müsste es jetzt wirklich recherchieren. Das ist jetzt eine Sache, womit man sich auch nicht oft beschäftigt. Wenn ihr was darüber wisst, wie immer, bitte in die Kommentare schreiben. Auch bei dem ein oder anderen Video, was wir hatten, hattet ihr jetzt ganz, ganz tolle Diskussionen angeregt, ne, wo es dann auch um eine Stimme von einer Dame ging. Super, bitte weiter so. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, lass uns weiter reinschauen. Schön Cello dazu, ne? Super die Kombination. Das sind auch immer so verträumte, langgezogene Klänge, finde ich. Schön, ja. Das ist mal lange Klänge, ruhige Sachen. Sieht man auch ganz schön, wie sie sozusagen schön hochinteressant zieht an der Seite und dadurch diesen Sound erzeugt. Wir beide spielen ja auch ein bisschen Gitarre so und ich stell mir das super schwer vor, jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt, sag ich mal, vom einen Ton zum anderen rutschen will. Meine Frage, wäre denn ein Slide überhaupt möglich? Frage an alle Gitarristen da draußen. Wäre ein klassischer Slide da überhaupt möglich? Also ich sehe das jetzt nicht.
Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt, weiß ich nicht, ich auf das, der E-Seite ich, einfach mal bis zur Mitte hochrutschen. Ich würde es gerade so interpretieren, dass sie sozusagen da schon Bünde hat, wo sie so ein bisschen absliden kann, so sage ich mal, ja. Aber nicht sozusagen so extrem, aber da, dass sie sozusagen im Ton sozusagen so hinsliden kann. Du bist aber halt gehalten. Dadurch, genau. Dass, ich meine, guck mal, das ist das ja jedes Mal, du hast hier jetzt, okay, das kann man jetzt bildlich blöd darstellen, sagen wir so, du hast jetzt hier die Seite und hier ist halt jetzt noch der Bügel rum. Ich hoffe, ja doch, das sieht man, glaube ich, richtig im Bild. Hier außenrum ist noch der Bügel. Und jetzt probiere ich von außen mit dem Finger, ich muss ja jedes Mal über den Bügel rüber. Ja. Ich glaube, ein klassischer Slide ist damit einfach nicht möglich, rein physikalisch gesehen. Aber andererseits ist es hochinteressant, weil du hast damit ganz klar auch dann den entsprechenden Ton. Jetzt frage ich mich, es sieht so aus, ne, wie bei einer Gitarre, wo du jetzt die Saite stimmst. Ne, wir sehen hier oben etliche, ich werde jetzt garantiert das falsche Wort benutzen, ich sage jetzt einfach mal Pins, ne, also etliche Absteckungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich meine, das sind ja jetzt nicht so viele Saiten, oder es stimmt jetzt eine einzelne Saite, das muss eine völlig andere Funktion haben. Also bitte, wenn ihr was darüber wisst, reinschreiben. Ihr merkt, wir sind jetzt da auch ein bisschen weltfremd. Irgendwie kommt man sich vor. Wir haben eigentlich kaum Ahnung über dieses Instrument. Den Klang kennt man natürlich wunderschön. Super. Schön Flöte mit bei auch. Es scheint so zu sein, dass die Bünde unter der Seite sind, sozusagen, dass die doch auch abgedrückt werden. So. Ich frage mich, ob das einfacher macht, den Ton zu treffen. Ja. Dass dadurch auch ein bisschen die Töne abgesteckt sind, weil aber du halt zwischen diese Metall, ich sage jetzt mal Gitter, so ein bisschen greifst. Du bist halt, genau, und du kannst Spannung natürlich rein. Vielleicht auch besser ziehen, weil du brauchst eigentlich nur runter machen, das Eisen hält sozusagen den Finger da, wo er sein soll, auf der Spur. Es ist sehr, sehr interessant. Ich habe leider noch nie so ein Instrument so in den Händen gehabt. Detailliert angucken können, ne? Also, falls ihr mal eine Sitar überhaupt. Okay, jetzt wird es wirklich unverschämt. Nein, würde ich gerne mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in Berlin, ob es dafür überhaupt Schulen gibt. Ich könnte mir schon vorstellen. Also, wir werden es mal recherchieren. Falls es euch interessiert, dass wir sowas mal recherchieren, bitte reinschreiben. Werden wir natürlich machen für euch, wisst ihr doch. Das ist ja auch so ein bisschen Dudelsack-mäßig, ne? Es wird jetzt kein Dudelsack sein, aber vom Sound her finde ich das schon so. Auch das Mundstück, ne? Ja. So die Art, sozusagen so ein Mundstück mit der Flöte zu verbinden, dann so ein bisschen Dudelsack-mäßig. Ich könnte mir vorstellen, dass der Klang was mit dem Mundstück zu tun hat. Okay. Also Leute, die jetzt Dudelsack spielen oder mit Flöten wirklich professionell zu tun haben und oder halt eben spielen, auch hobbymäßig, Grüße gehen erstmal raus, super. Bitte reinschreiben, ne? Also klärt uns da ein bisschen auf. Ich glaube, es hat was mit der Luftveränderung zu tun durch das Mundstück, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Schön, ist super das. Hast du es gemerkt? Musikalisch, hast du gemerkt, was da gerade los war? Nein. Nein? Ja, ich habe es schon mitgekriegt, aber ich weiß jetzt nicht, worauf du anspielst. Ach so, na, auf das schöne Intermezzo zwischen der Flöte und der Sitar. Okay. Das war so wie so ein Frage-Antwort-Spiel. Okay, ich schau mal. Müsst ihr mal drauf achten. Kann ich mal kurz zurückmachen, cool. Jetzt spielen wir zusammen und jetzt kurz. Schön Frage-Antwort.
Wir lassen sich wieder gegenseitig den Raum, ne? Deswegen meine ich dieses Frage-Antwort-Spielen ein bisschen musikalisch, also so, oder das musikalische Gespräch. Wir setzen das jetzt einfach mal als neuen Begriff fest, ein musikalisches Gespräch unter Instrumenten. Der Dialog. Ja, der Dialog, ja, stimmt. Der musikalische Dialog so ein bisschen. Wunderschön. Wunderschön auch performt und auch in Klang. Auch seine Trommeltechnik, seine Drum-Skills, schön. Drängt sich auch nicht in den Vordergrund, unterstützt. Kurz Pause bitte. Möchte ich ganz kurz auf die Drums eingehen, weil ich auch gerade meinte, habt ihr jetzt natürlich wahrscheinlich nicht richtig gehört. Der Sound ist wieder mal sehr, sehr gut abgemischt hier. Wahrscheinlich, wenn auch unsere Stimmen in den Sound eingehen, entschuldigt, wenn es uns manchmal nicht gelingt, rechtzeitig Pause zu machen, weil wir ja auch, man wird ja mitgenommen und ist natürlich auch ein bisschen emotional bei der ganzen Sache. Zurück zu den Drums gerade. Stilistisch gesehen, ne, wenn wir zum Beispiel Rock'n'Roll haben oder andere Musikrichtungen, da sind die Drums dann ganz stark im Vordergrund. Hier zum Beispiel nicht. Hier ordnen sie sich eher unter. Ja, hier dienen die Drums auch so ein bisschen wie eine Hi-Hat und Drum zusammen. Ne, so der Rhythmusgeber, aber eher so aus dem Hintergrund mit einfühlen. So. Genau, sie sind nicht das also stilbildende Element, sondern mehr tragende. Genau. Also auch schön generell dieses Aufeinander-Eingehen wieder. Ne? Wir merken musikstilistisch, es gibt ja einen Unterschied, wie jeder hat ein starkes Solo. Ja. Ne? Also es ist ja keine Frage von, was ist schöner, was ist besser, was ist schlechter. Es sind einfach nur unterschiedliche Stile und welches Gefühl man damit ausdrücken möchte. Aber es ist halt eben schön zu sehen, dieses, hatten wir auch schon in anderen Videos, ne? Dieses Zusammenspiel einfach. Ne, wie dann Musiker und Musikerinnen auch aufeinander eingehen mit ihren Instrumenten und sich gegenseitig den Raum lassen und dann wieder zusammen sozusagen dann auch zum musikalischen Höhepunkt kommen. Hier ist auf jeden Fall tolle Stilistik. Sita dominant. Ne? Also die Sita ist die Hauptstimme, definitiv. Tonabgebend, ja. Aber sie ist ja auch der Star, glaube ich, jetzt auch in der ganzen Geschichte. Ne, wenn man ihren Kanal auch ein bisschen verfolgt, da ist schon einiges, was sie da auch zeigt und spielt und wunderschön auch. Immer mit einem gewissen Flavor. Jetzt finde ich, dominiert die Flöte ganz schön. Ne? Also doch, wir haben klar, das variiert schon, aber also auch hier jetzt gerade auf der Bühne, der Hauptspot ist natürlich auf sie. Ne? Und das macht ja auch interessante Musik aus, dass sie sich sozusagen abwechselt und nicht der eine die ganze Zeit. Jetzt frage ich mich, das geht ja noch ein bisschen, so ein paar Minütchen ein Stück, ob sie jetzt dieses Zusammenspiel musikalisch auch jetzt mit den anderen Instrumenten vielleicht noch hat gleich. Ja, Das werden wir sehen. Schön, wirklich. Voll. Du wolltest was sagen? Ja, ich finde es auf jeden Fall das gerade sehr interessant auch, dass diese Kombination zwischen der Percussion, dass so kurze Töne sind, die sich halt mit diesen langgezogenen Tönen halt gut ergänzen. Finde ich gut. Lass uns darauf ein bisschen näher eingehen. Wir hatten schon mal in der einen oder anderen Folge natürlich, Musik ist ja immer gekoppelt mit Gefühl. Das ist einfach so. Ich kann natürlich sagen, nein, Verschwörungstheorie. Aber Leute, wisst ihr selber, ne? Taktschnipsen und so. Wir hatten da so mal ein paar kleine Beispiele. Wenn man sich natürlich darauf einlässt, man kann jetzt natürlich auch Musik im Vorbeilaufen hören und es berührt einen zum Beispiel gar nicht. Es geht natürlich auch darum, dass man innerlich berührt wird. Und da hat es natürlich, diese unterschiedliche Stilistik erzeugt auch unterschiedliche Gefühle.
Voll. Ne? Also lange Töne sind eher so, in dem Fall, ne, schön die Stilistik, auch wo man sich reinfallen lassen kann, mitgenommen werden kann. Und dann gibt es natürlich schnelle, kurze, hektische Töne. Ne? Und das ist interessant, weil du gerade die Percussion erwähnst. Die Frage ist... Eine Hi-Hat ist man gewohnt, dass es... Wenn ich jetzt aber ein Instrument habe, wie eine Violine, die so spielt. Ne, ihr merkt, so, ich mache das nur stimmmäßig, das ist jetzt hier natürlich nicht die Mega-Hörprobe, aber ihr habt sofort gemerkt, was es für einen gefühlsmäßigen Unterschied macht. Ja. Und das ist eine ganz interessante Sache. Jetzt könnten wir natürlich darüber eine Riesensendung machen, alleine nur über diesen Effekt. Wir wissen nicht, entspannt. Ganz ehrlich, meine Frage an euch, an unsere Zuschauer. An dich. Und Zuschauerinnen, an dich, an sie, an ihn und alle anderen auch. Und auch an die Tiere, die mitgucken. So, wenn ihr wirklich mal Lust drauf habt, dass wir mal auf ein Thema wirklich deeper eingehen, also so ein bisschen informationsmäßig, lasst es uns gerne wissen. Wir haben langsam auch manchmal die Lust, vielleicht sowas zu machen. Wir wissen nicht genau, wir sind froh, dass unser kleines Format hier gut ankommt und ihr immer noch mit dabei seid und uns unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Deswegen, aber wenn so einzelne Themen euch wirklich mal interessieren, bitte mit reinschreiben, weil dann müssen wir halt auch ein bisschen länger recherchieren. Ob man das dann in dem gleichen Format wie jetzt durchziehen kann oder vielleicht das auch neu entwickeln müsste, wissen wir halt eben noch nicht. Aber falls ihr Lust darauf habt, bitte sagt uns Bescheid. Wir wären jetzt nicht abgeneigt, oder? Durchaus. Zumal die Themen sind natürlich interessant. Musik ist so vielseitig. Da kann man auf jeden Fall okay. drin eintauchen. Ja, definitiv. Apropos eintauchen. Ich würde sagen, wir tauchen hier auch wieder ein in wunderschöne Musik. Einen kurzen Einwand möchte ich gerne sagen, oder was heißt Einwand, einfach mal Props. Dieses Bild eben gerade war so wunderschön. Das Cello und sie dahinter mit der Sitar. Dazu natürlich sowieso gerade die Musik, die uns hier alle mitnimmt. Und entschuldigt, wenn ich euch gerade kurz aus dem Hören rausgerissen habe. Aber einfach nur mal, um zu zeigen, Musik ist grenzenlos. Wie meinst du das jetzt? Naja. Sitar kommt nun mal aus einer ganz anderen Region der Welt. Und ein Cello nun mal auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das Cello entstanden ist, aber ich glaube auch so ziemlich im europäischen Raum. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe es jetzt auch nicht recherchiert. Und bin jetzt auch kein Cello-Spieler. Aber einfach dieses Bild. Ne? Sozusagen, ein Cello wird jetzt definitiv eher als europäisches Instrument eingestuft. Das ist ein klassisches, europäisches, stilistisches Instrument, zusammen mit Flügel, Violin etc., und halt eben die Sitar und alleine diese Verbindung, gerade auch von dem Klang, ne? Nicht umsonst heißt unsere Sendung Klangbild. Sei so gut, mach nochmal 10 Sekunden zurück. Ich möchte, weil da hört man das so schön raus, das Cello mit der Sitar zusammen. Weil du gerade die langen Töne erwähnt hast. Cello nimmt dann die langen Töne, Sitar die kurzen, ist noch mehr Dialog mit der Flöte. Was spielt sie? Auch interessant, ja. Sie wirkt jetzt so ein bisschen ägyptische Aufmachung. Sie kommt neu rein hier. Ne? So, also vom Stil her, so jetzt mit dem Ring einfach auch. Und sie spielt, weiß ich nicht, einen Kontrabass? Eine Art halt. Geige? Hm? Oder wir werden sehen. Also ich bin hier ganz schön geflasht. Man denkt immer, man hätte schon alles gesehen, ne? Und gehört vor allem. Und dann wird man wieder überrascht. Aber absolut. Das Ding sieht auch interessant aus, da. Ja, das ist hier die Sitar. Ah ja, stimmt, das ist die Sitar. Die war gerade so ein bisschen... Auch seine Hände. Guck mal, schneller als die Kamera aufnehmen kann, tritt er. Er ist auf jeden Fall der Typ mit den flinken Fingern, Leute. Breakdown. Ja. Er nimmt auch erstmal einen Schluck zu trinken. Was ist
doch auch eine Sitar ähnlich, was sie da links hat. Ja. Ne, jetzt haben wir alle nochmal schön auf der Bühne sitzen. Interessant fand ich gerade, wie sie hochgefahren sind und dann als Stilmittel wieder ganz runter. Mhm. So. Also der Höhepunkt-Style und ja, dann schön wieder gefasst. Schön, ne, aus, also reduzieren. Hatten wir auch schon öfter. Meine andere Frage. Er sitzt da hinten die ganze Zeit bisher rum. Er hat da drei Handpans und auf der rechten Seite haben wir ein Schlagzeug, aber da sehen wir jetzt keinen. Also vielleicht jetzt vielleicht auch kommen noch die Handpans dazu. Es wird wahrscheinlich auch eine längere Show sein. Wir haben ja jetzt hier nur einen kleinen Ausschnitt von einem Song, den wir reinschauen. Ich hoffe, er kommt noch dazu mit den Handpans. Frage, wenn jemand von euch weiß, was jetzt der Unterschied ist, also man sieht es natürlich jetzt auch ein bisschen, zwischen der Sitar von der Frontfrau und der Dame ganz links. Sie hält ihn natürlich auch anders und spielt ihn ein bisschen anders, aber es geht in die gleiche Richtung. Let's go. Ich sag dir ehrlich, wir müssen da recherchieren. Ich komme hier gerade so unwissend vor. Voll, ich auch. Also wirklich. So, der jetzt. Schön, denn er geht auch schön. Er geht erst in die nächste Stufe. Wird abgelevelt. Ach, schön, wie er grinst. Ne? Da haben wir. Pause kurz. Da haben wir es wieder, ne, wenn Musiker untereinander, ey, uns ist eine Stelle nice geglückt und ne, man grinst sich an in dem Moment und ey, cool, und fühlt es auch. Und dieses Gefühl kommt dann auch bei den Zuhörern an, weil das fließt dann wieder in die Musik. Also ja, ihr merkt, das ist energetisch gesehen einfach ein ganz, ganz toller Prozess. So. Super. Und auch hier voll im Fluss, ne? Also ja, das ist so eine fließende Musik, würde ich sie nennen, im Gegensatz zu vielen Klavierstücken, wo ja doch recht mechanisch. Wow, was ist denn hier los? Afro-Warnung. Was geht da ab? Ja. Schreibt uns in die Kommentare, ob Sweeney Man recht hat oder ob ich zu Recht schockiert und pikiert sein darf über diese Äußerung. Okay, Hammer. Ach, er am Cello, völlig krass. Er säbelt ja fast die Seiten durch. Habt ihr das gesehen, Leute, wie er da an? Er sägt da fast die Seiten durch. Da haben wir es wieder. Er muss schon flink sein. Ja. Der Höhepunkt jetzt, denke ich. Oh, geil. Die reiten ganz schön ein im Ohr. Die reiten richtig um. Also, wow. War schön. Da kann man wieder einen schönen Loop ausproduziert. Das könnte jetzt auch aus Assassin's Creed sein, ne? Völlig Hammer. Er geht gedanklich mit, fand ich auch gerade interessant so. Er supportet sie die ganze Zeit, das merkst du so, ganz, ganz, ganz toll. Ja. Also die beiden haben da auch eine Abstimmung. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Und das meine ich, da sieht man das, wie sie immer über den Bügel rübergreifen muss. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Also ich meine, für mich persönlich, kurz mal ein Ding, ich bin zuerst Pianist gewesen und habe dann irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war so. Klar, zwischendurch war man auch irgendwann Rapper so und ist richtig abgegangen. Aber davon ganz abgesehen, dieser Umgriff von so spielen zu so, okay, Kamera, so spielen ist schon schwer. Einfach wegen diesem Umgreifen. Und sie hat jetzt nochmal einen Schwierigkeitsgrad mehr, weil du greifst um mit deiner Hand und dann, weiß nicht, kann ich das jetzt irgendwie so, oh, das sieht hier voll, die Eule. Okay, lassen wir das. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ihr müsst halt nochmal mit dem Finger über den Bügel rübergreifen. Das war das, was ich vorhin meinte mit dem Slide, dass das wahrscheinlich physikalisch damit nicht möglich ist. Und sie spielt aber trotzdem so, als wären Slides da.
Na, sie zieht die Seiten immer runter. Ne? Ja, und dann ist sie schon mit dem anderen Finger drüber und, dann, und eben gerade hast du es schön gesehen, wie sie über den Bügel rüber geht. Also diese Bewegung muss ja mittrainiert werden. Das heißt, es ist also theoretisch, das ist natürlich nur eine Theorie, die ich jetzt hier raushaue, ist es schwieriger als Gitarre spielen, definitiv. Das kann gut sein. Na, einfach, weil du immer jedes Mal, um den Ton zu wechseln, über diesen Bügel rüber musst. Ja. Auf jeden Fall auch gerade hier bei dem Bild ist richtig schön auch die Spiegelung des Lichtes in dem Metallic. Ja, die Farben, ne? Wunderschön, ja. Da würde auch drauf geachtet, dass die Kamera in Position ist. Definitely. Da ist der Takt. So sieht das Instrument von oben auf jeden Fall schon ein bisschen anders aus als von vorne, finde ich. Ja. Da kommt gleich die Antwort. Das Cello auch, ne? Sind wir gar nicht so wahr? Richtig auf Speed. Ja, der war echt cool gerade. Finde ich auch sehr entspannt, wie die da sitzen. So, ne? Also klar, am Cello musst du natürlich irgendwie auf dem Stuhl sitzen oder wäre vorteilhaft, sag ich mal so. Wenn du es nicht so mal, wie die zwei Cello-Dudes machst. So. Die saßen aber auch auf dem Stuhl. Ja, am Anfang noch. Ja, Spaß. Ey. Die zwei Cello-Dudes, worüber redet er überhaupt? Da gibt es eine Folge, die wurde nie veröffentlicht. Die mysteriöse Folge. Ich werde die noch früher oder später veröffentlichen und ihn dazu nötigen, das auch zu machen. Die zwei Cello-Dudes. Ich sag nur so viel. Aber es gibt zwei Cellos, die rasten völlig aus und ihre dazugehörigen Protagonisten auch. Ja. Aber so viel mal dazu. Sollten wir das mal rausholen. Gut, aber er ist auf jeden Fall richtig on fire. Auf jeden Fall finde ich es voll interessant, wie sie da sitzen im Schneidersitz. Was ich am härtesten finde, ist der Dude oben an den Handpans. Ja. Er chillt die ganze Zeit. Er müsste doch innerlich eigentlich nur. Ja. Vielleicht hat er den Song auch schon so oft gehört, dass es ihn langweilt, kann jetzt auch sein. Wie oft, man muss es schon sehr oft proben, natürlich auch. Aber ist natürlich. Sein Auftritt kommt noch, pass auf. Ich denke auch, ich habe aber nicht mehr in diesem Song. Wahrscheinlich nicht den. Wieder Frage-Antwort. Voll. Raum lassen. Steigerung. Eingebaut noch. Da noch eine Steigerung. Wow. Ja, da sieht man hier Programm. Da geht noch was. Ja. Leute, ich sag euch, würde ich da im Publikum gerade sitzen, ich glaube, ich würde ausrasten. Aufstehen, Standing Ovation, wirklich Hammer. Ich bin ja völlig geflasht. Es war mal was richtig anderes, als wir bisher hatten. Oder? Ja, passt natürlich super in unsere Sendungreihe Klangbild Reaction rein. Aber definitiv Voice of the Moon. Wieder mal was völlig Neues. Ihr seht, es gibt keine Grenzen, es gibt kein Ende. Es ist herrlich und auch natürlich, Musik ist Freiheit. Und Musik ist auch Kultur. Kulturen kann man mischen, können Zusammenspiele haben, alles mega. Und in letzter Linie und in erster Linie ist es Gefühl. Musik hat immer was mit Herz zu tun. Und in dem Sinne, ich wünsche euch wunderschöne, herzliche Restwoche. Bis zu unserer nächsten Folge. Das war's von uns. Ach nee, wir haben was vergessen.
Den Kaffee brauchen wir noch. Kaffee, definitiv immer. Und wenn ihr auch Bock habt, unser Programm gefällt, dann kannst du uns gerne einen Kaffee spenden. Der Link ist unten in der Beschreibung. So sieht's aus. Ansonsten haben wir auch neuerdings Affiliate-Links da. Wir werden die ein oder andere Firma, die wir für gut empfinden und deren Produkte wir auch als gut empfinden und auch natürlich als nützlich für euch, unten bei uns mit reinpacken. Ihr wisst, wie es läuft mit den Affiliate-Links. Wen haben wir jetzt als erstes drin? All Inkel. All Inkel, was machen die Jungs? Web, also Server und... Genau, falls ihr was braucht in Sachen Server, in Sachen Website, sonst irgendwas, mal reinchecken, checkt es aus. Über uns gibt es natürlich ein bisschen Rabatt und supportet ihn damit ein bisschen auch. Ansonsten bleibt uns bitte weiter gewogen, schaltet wieder mit ein, checkt die Leute aus, die wir euch zeigen und bleibt entspannt. Bis zum nächsten Mal. Yes, peace out. Peace out.